Garten zu einer Tradition wurde. Und hier sind unsere Themen im Überblick. Wie eine Familie mit ihrer türkisch-italienisch-bayerischen Wirtschaft ein Dorf erobert. Ein irakischstämmiger Poet über seine Leidenschaft für die deutsche Sprache und bayerische Kuhschönheiten. Einmal Cricket, immer Cricket, wie ein britisch-indischer Sport sich in die bayerischen Herzen spielt. Eine südafrikanische Popsängerin, die jetzt in Deutschland ihr Glück versucht. Und Jim Knopf, einer der ersten Ausländer im deutschen Fernsehen, wird 50. Cricket ist ein Sport, der weltweit genauso viele Menschen begeistert wie Fußball. In Deutschland ist das Spiel aber weitgehend unbekannt. Nur im Münchner Englischen Garten hat das Cricketspiel schon Tradition. Jedes Jahr wird hier am indischen Unabhängigkeitstag, der in Bayern wegen Maria Himmelfahrt auch immer ein Feiertag ist, ein Turnier veranstaltet. Und dieses ist dann auch immer ein besonderes Sommerfest. Eben very indisch oder doch very British. Weltweit ist Cricket äußerst populär. Nicht nur in Indien oder England, auch in Pakistan, Bangladesch, Neuseeland und Australien. In allen ehemaligen Kolonien Großbritanniens fesselt so ein Länderspiel schon mal über 1 Milliarde Zuschauer an den Fernseher. Der Independence Day Cup ist eine der wenigen Inseln in der Cricket-Wüste Deutschland. Und Stefan Eichenberg ist der einzige Deutsche auf dem Feld. Was macht die Faszination von Cricket aus für Sie? Dass man jemanden gegenübersteht, der einen mit einem 160 Gramm schweren Lederball bewirft, der teilweise mehr als über 100 Kilometer pro Stunde hat. Dass man diesen mit diesem Bat probiert, von seinem Körper fernzuhalten. Nicht getroffen zu werden, ist ziemlich wichtig, weil der Treffer ist schmerzhaft. Klassischerweise wird Cricket über mehrere Tage gespielt. Hier spielt man die kurze 20-20-Variante. Das dauert nur 4 Stunden. Ramesh Koria war früher mehr Spieler. Jetzt ist er mehr Organisator und heute der Moderator. Einmal Cricket, immer Cricket. Well done. Well done. Big hand of applause. Wir sind alle mit Cricket aufgewachsen. Wir möchten das spielen. Und warum kommen wir, warum machen wir diese Aufwand, dass wir diese Feld und so weiter? Das hat auch eine Tradition. Und dazu gehört auch, immerhin wird die indische Unabhängigkeit gefeiert, ein indisches Buffet. Und darauf freuen sich alle, auch die aus den vielen anderen Cricket-begeisterten Kulturen. Cricket verbindet nicht nur die Spieler aus einem halben Dutzend zum Teil verfeindeter Nationen. Doch warum ist Cricket dann hierzulande nicht bekannter? Weil es zu indisch ist? Ursprünglich kannte man als Deutscher Cricket ja bloß als die verrückte englische Sportart, die kein Mensch versteht. Und dann bin ich auf einem Krimi von Dorothy Sawyers, Murder Must Advertise, auf ein Cricketspiel gestoßen und dachte mir, kann man eigentlich hingehen, sich's ansehen? Und I was hooked. Im Cricket-Entwicklungsland Deutschland muss man einiges für solche Leidenschaften tun. What does it look like? I think we should be able to roll it out. It's stop raining now. 4 Stunden vor dem Spiel war immer noch nicht klar, ob das Wetter hält oder der Regen das Spielen unmöglich macht. Doch für echte Cricket-Spieler zählt nur eins: Spielen. Immerhin ist dieses Spiel im Englischen Garten das mit den meisten Zuschauern im Jahr. Hier spielen wir auf einen Kunststoff und das ist nicht richtig Cricket, was die Engländer sagen werden oder wir auf Englisch sagen, ist just not Cricket. Aber wir möchten Cricket spielen und wir werden auf diesem Teppich, wenn man will, Cricket spielen, weil wir sind alle so begeisterte Cricketspieler hier. Und da der Anlass für das Spiel der indische Unabhängigkeitstag ist, gibt sich der indische Generalkonsul Mudgal auch die Ehre. Standesgemäß und stilsicher im Rolls Royce. Auch wenn der Wagen nur geliehen ist. Der britische Auftritt des indischen Diplomaten passt gut in die Szenerie. Und lässt Männerherzen höher schlagen. In Deutschland spielt Cricket eine wachsende Rolle. Welche Rolle kann aber Deutschland im internationalen Cricket spielen?
international krebsen wir ganz, ganz weit unten in den International Divisions rum. Und ich hoffe, dass ich es zu meinen Lebzeiten noch erlebe, dass irgendwann mal es ein offizielles One Day International Deutschland gegen England oder Deutschland gegen Indien gibt. Selbst das in den letzten 5 Minuten aufziehende Regenwetter kann Publikum und Spieler nicht vertreiben. Nach einer kurzen Partie von 4 Stunden siegt das blaue Team mit dem hauchdünnen Vorsprung von nur einem Punkt. Oft sagen die Leute, das muss schönes Wetter sein, das Cricket zu spielen. Aber ja, wir haben trotzdem, trotz das Wetter hier, schlechtes Wetter, haben wir das durchgemacht. Und damit haben alle gewonnen, die Cricket in Deutschland groß rausbringen wollen. Und die Inder doppelt, die anschließend noch ihre Unabhängigkeit feierten. Trotz des englischen Wetters.